SPD-Altkanzler Gerhard Schröder ist nicht zum 160-jährigen Jubiläum seiner Partei eingeladen. Wir haben uns gegenwärtig nichts mitzuteilen, sagte SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert. Der Altkanzler hatte vergangene Woche an einem Empfang in der russischen Botschaft zum Jahrestag des Sieges über Nazi-Deutschland teilgenommen. In einem Video über die Geschichte der Partei werde Schröder bei der Feier am 23. Mai jedoch zu sehen sein. Schröder darf trotz seiner engen Verbindungen zu Russland nun endgültig in der SPD bleiben. Das hatte eine Schiedskommission am vergangenen Montag entschieden.